So Leute, willkommen zurück zum nächsten Part und damit ja, sind wir eigentlich schon in der Winterpause, also die Jungs haben Urlaub. Wir haben jetzt Stefan Hierländer verpflichtet, ich bin absolut begeistert. Ja, Hierländer ist beste Position, ich würde jetzt mal sagen, offensives Mittelfeld zentral. Ja, jetzt reden wir mal in den höchsten Tönen von ihm. Und ja, ich bin neugierig, wie er sich macht. Also ich meine, mittrainieren kann er jetzt natürlich noch nicht. Jetzt wissen wir alles über ihn. Also man sieht hier wirklich, körperlich ist er ganz stark, mental aber auch. Einsatzfreude ist bei ihm sehr hoch. Teamwork, Übersicht, das ist natürlich als Spielmacher extrem wichtig. Passspiel, das heißt, er kann auch technisch was damit anfangen. Ja, interessant, auf jeden Fall. Also bin ich neugierig. Am 8. Januar ist unser Urlaub dann aus. Das heißt, da können wir jetzt zwar was einstellen, aber da werden sie wahrscheinlich nichts trainieren. Und ich freue mich jetzt echt schon auf die Transferphase. Das heißt, ihr könnt natürlich in den Kommentaren eure Vorschläge, eure Wünsche abgeben. Und ich bin da schon echt neugierig, was da so kommt. Ich meine, mit Quaresma und mit Hierländer haben wir jetzt eh zwei sehr interessante Spieler verpflichtet. Es kann sein, dass Jan Jatovic ja, den Verein noch verlassen wird. Der ist jetzt zwar verletzt, aber ich rechne eigentlich trotzdem damit, dass da noch ein Angebot kommt. Und dem haben wir versprochen, wenn es ein angemessenes Angebot ist, dann lassen wir ihn gehen. Ich glaube, jetzt liegt sein Wert so ungefähr bei 4 bis 5 Millionen. Das heißt, ich würde so sagen, ab 8 bis 10, ich würde mal mindestens 10 verlangen, aber ab 8 oder so sollte man ihn eigentlich abgeben, vielleicht mit einem Prozentsatz Weiterverkauf. Das wäre mir, glaube ich, da jetzt schon relativ wichtig. Je nachdem, wo er hingeht, kann ich mir aber schon vorstellen, wenn er sich da durchsetzt, dass der dann auch weiterverkauft wird. Dementsprechend ist das interessant. Jo, Blauensteiners Probetraining endet. Ja, defensiv hat einfach zu große Mankos. Kopfballtechnik ist gut, aber interessiert mich nicht so sehr. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier rein. Und zwar am 8. Das heißt, theoretisch könnten wir am Sonntag davor auch schon ein Spiel machen. Die Frage ist, wie viele Spiele wir brauchen. Jetzt hätten wir dann, ja, 4 Spiele. Auswärts gegen einen Verein aus der Region gibt es nichts. Gegen den FC Vaduz. Die sind alle in der ersten Liga hier, glaube ich, oder? Könnte man da gegen irgendwen aus dem Ausland spielen? Sandhausen. Auswärts. Sicherlich keine leichte Partie. Gibt es noch was anderes? Borussia Neunkirchen, Jan Regensburg. Duisburg 2. Ja, Jan Regensburg finde ich ganz interessant. Spielen wir gegen die auswärts. Wie gesagt, Taktik. Da wäre es jetzt ganz wichtig, wenn wir hier auf jeden Fall, wenn wir was Neues machen, dass wir das dann ordentlich einstudieren können. Ich finde das jetzt hier schon mal gar nicht so schlecht. Wenn wir da 5 Partien haben, um das Ganze dann zu perfektionieren, das können wir im Winter ja machen, wäre das eine Überlegung. Übrigens habe ich da gerade was übersprungen. Und zwar sind wir anscheinend der Favorit auf den Trainerposten bei Schalke 04. Da würde ich schon überlegen, sage ich ganz ehrlich. Also, jetzt kommen auch schon die ersten Interviewfragen dazu. Gleich mal bitte eure Kommentare, was soll ich machen, wenn echt Schalke anfragt. Es gibt keine, das sind nur Gerüchte, es gibt keinen Vertrag und ich bezweifle auch, dass es einen geben wird. Dadurch machen wir den Vorstand und die Fans normalerweise relativ glücklich. Schauen wir mal. Nein! Will Grigg ist verletzt. So. Katzen sind erstaunlich ruhig heute. Ich weiß nicht, was meine Freundin ihnen gegeben hat. Aber sie kann es auf jeden Fall gerne wieder tun. So, 18. Dezember, das heißt ja ab 1. Jänner können wir Spieler verpflichten, können wir Spieler abgeben. Und was natürlich auch wichtig ist, wir können schauen, welche Verträge so im Sommer auslaufen. Und können wir theoretisch jetzt natürlich auch schon reinschauen, aber ich schaue erst mit ersten, wo wir dann wirklich auch Angebote abgeben können. Vielleicht ist da die ein oder andere interessante Neuverpflichtung möglich. Ich würde gerne einen Stürmer holen.
Also Taffer ist explodiert, das ist klar, aber so ganz sicher bin ich mir bei ihm noch nicht. Und Alexic, da sind immer wieder Vereine dran, da bin ich nicht abgeneigt, wenn er gehen möchte. Und von Mackiernock bin ich nicht hundertprozentig überzeugt, auch wenn er jetzt wieder getroffen hat. Mackiernock ist für mich jetzt der perfekte Ersatzstürmer. Aber ja, also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall noch was Besseres. Mackiernock schließt einen Intensivsprachkurs ab. Diesen Lineker, den tue ich jetzt endlich mal von der Auswahlliste. Ligue 1 wurde gescoutet, aber die sind uns eh zu teuer. Die meisten Spieler hier zumindest. Janjatovic steigt wieder voll ins Training ein. Herzog erklärt sein baldiges Karriereende. Ja, auch keine Überraschung. Ah, bevor ich es vergesse, ich habe es jetzt zwar eh schon mal, glaube ich, gemacht, aber ich sollte mal wieder reinschauen wegen den Verträgen. Also Rivas, Herzog, genau, da sollte man dann das Abschiedsspiel planen. Mutsch's Vertrag läuft aus, okay. Rivas lassen wir auf jeden Fall auslaufen. Mutsch steht auf nicht benötigt. Ich tue den Status jetzt mal weg, weil. Ja, ich denke mal halt. Also Ersatzspieler für die Tribüne oder so, er ist doch vielseitig, könnte man ihn behalten. Russo verlässt den Verein jetzt und der Rest ist eigentlich eh. Hat zumindest noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, da machen wir jetzt mal nichts. Wenn wir Mario Mutsch irgendwie abgeben könnten, dann könnten wir da natürlich auch noch einen neuen verpflichten, aber das wird uns nicht gelingen jetzt. Ich glaube, den will niemand. Also behalten wir ihn vielleicht bis Sommer einfach als Ersatzspieler. Für die Tribüne, für die Bank, wie auch immer. Weil loswerden wir ihn eh nicht. Aber ich liebe Transferphasen, das ist einfach immer die geilste Phase, finde ich. Taffer steckt auch wieder voll ins Training ein. Ich weiß zwar nicht in welches Training, weil wir nicht trainieren, aber freut mich. Hier haben wir auch einen neuen, den können wir scouten. So, und wir schauen auch mal wieder in die U21. Da haben wir zwei verliehen und ja, die sind aus der ersten. Marcel Stevic, 20 Jahre alt, haben wir schon oft nicht benötigt. Schauen wir, ob wir den von der Gehaltsliste kriegen. Lüchinger. Mir kommt gerade was, das bringt eigentlich gar nichts, wenn ich gegen unsere U21 spielen lasse. Bei denen probieren wir jetzt einfach nur, dass wir sie von der Gehaltsliste kriegen. Ich werde das absagen. Wenn, dann können wir nur gegen unsere U18 spielen. Die U21 bringt uns da nicht viel. Zu Hause kann ich als Abschiedsspiel für. Nee. Da ist immer Daniel Lopar angegeben. Der hat eigentlich noch Vertrag. So, gegen die U18 kann ich da einstellen. Ja, nehmen wir halt auswärts. Das ist dann, glaube ich, der Trainingsplatz. Das ist mal für so ein Spiel irgendwie lieber als das leere Stadion. Drei Spieler wurden abberufen fürs Land. 14. bis 5. Februar. Das ist echt schade. Das heißt, Cocu, Angar und Kamavaka fallen aus. Das ist richtig bitter, weil unser zentrales Mittelfeld dann quasi weg ist. So, hier mal W9. Den habe ich eh schon scouten lassen. Aus Tunesien. Ich gebe dem jetzt einfach mal einen Probevertrag. Schauen wir mal. Mittrainieren kann er gerne. Irländer haben wir auch, Janjatovic haben wir. Dann haben wir den Fedele und den Kroichi. Also ein bisschen was haben wir eh im zentralen Mittelfeld. Auch Mario Mutsch kann es theoretisch. Ja. Hier sehen wir auch unten noch von einigen Mitarbeitern laufen die Verträge aus. Das sollten wir auch nicht vergessen. Und hier haben wir eben die Verträge von Spielern, die auslaufen. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Leute wie Moritz Leitner, den wir uns natürlich jetzt vom Gehalt her nicht leisten könnten, aber die wären dann im Sommer ablösefrei. Rabusic zum Beispiel wäre da dabei, 27-jähriger Tscheche, 1,84. Geschätzte Ablöse sieht man hier 1,2 bis 2,6 Millionen. Der wäre schon kein schlechter. Ich scout ihn jetzt einfach nochmal. Tobias Pellegrini, der junge, talentierte Österreicher, 20 Jahre alt. Aber wir haben zwei junge, talentierte Stürmer, einen Schweizer und einen Liechtensteiner. Deswegen werde ich da jetzt keinen jungen, dritten Stürmer holen.
Stattdessen werden wir halt wirklich schauen, dass wir eher jemand Erfahrenen bekommen. Gehen wir mal auf Vertragsstatus und auf nicht abgelaufen, sondern so also Liga tun wir jetzt mal weg. Sondern, Erik Addo, sondern auslaufend. Oh Gott. Boah. Joachim Standfest. Ach, lustiger Spieler. Das waren noch Zeiten. So, gehen wir auf auslaufend in den nächsten 6 Monaten. Schauen wir mal kurz, ob das schon funktioniert, weil jetzt ist erst der 30. Dezember, merke ich gerade. Aber Darren Gibson läuft aus und ja, funktioniert. Okay. Dann gehen wir mal auf die Empfehlung. Da haben wir schon ein paar gescoutete Spieler dabei. Und da können wir eh schauen, Rabusic, den wir uns gerade vorher angeschaut haben, wäre da dabei. Hier mal einen Nigerianer. Abschluss ist immer zu schwach. Daniel Milicevic. Jo, der würde mir gefallen. Schweizer, 30 Jahre alt, von der Position her sehr interessant. Ich werde ihn jetzt mal scouten, vor allem auch, falls Jan Jatovic uns abspringt. Den zurückholen wäre nicht schlecht. In die Schweiz zurück natürlich. Okay, zu schwach. Also bei Stürmern schaue ich in erster Linie mal auf den Abschlusswert. Und da jetzt unter 13, 14, boah, das Foto ist irgendwie unheimlich. Unter 13, 14 Abschluss würde ich fast nichts nehmen. So, machen wir es ein bisschen anders. Machen wir uns selber das Leben ein bisschen leichter. Torjäger zentral. Okay, schon wesentlich weniger. Mauro Zárate, der wird vom Gehalt her 244.000 ein bisschen heftig sein. Dominik Strohengel. Keine Ahnung, nicht meine Art von Stürmer, muss ich sagen. Ein 97. Ist wieder so ein Mackiernock-Typ. Ist auch schon 31. Marco Borriello. 34 Jahre alt. Den habe ich immer ganz gern gehabt bei Milan noch. Ja, also Rabusic ist natürlich sehr interessant, aber sonst haut mich da irgendwie nichts vom Hocker. Ich könnte es mal nach Marktwert ordnen. Ist das der teuerste jetzt? Solanke von Chelsea. Abschluss 15, Antritt 16. Ja, Stoßstürmer, der ist. Oh, das ist schon geil. Der ist zum einen 1,88 groß, zum anderen aber hat er einen Antrittswert von 16. Kein uninteressanter Spieler, muss ich sagen. Würde mich reizen. Ist natürlich wieder ein Junger. Ich würde mal sagen, Scouten und Probevertrag. Oder kann man den leihen bis Saisonende? Nee. Ich weiß nicht, ob sie den zur Probe trainieren lassen bei uns. Aber wir können uns schon mal anschauen. Sessegnon. Dominik Stakel. Aber das ist ein bisschen zu wenig einfach für das, was wir bräuchten. Dario Tadic. Josipovic. Schweizer. Okay. Schon hat er meine Aufmerksamkeit. Ist auch wieder ein Zielspieler vom Typ her. Ja, so umhauen tut mich da jetzt mal nichts. Ich gehe jetzt mal generell auf alles, was so Empfehlung ist. Da haben wir einen sehr interessanten Spieler. 23-jähriger Franzose. Den haben wir uns, glaube ich, auch schon mal angeschaut. Kubo. Ah, das war der mit dem unheimlichen Foto. Nein, danke, wenn ich den immer anschauen muss. Jo. Ich scroll da jetzt einfach mal gerade runter und schaue, ob ich da irgendwelche Namen erkenne. Simone Pepe. Ja, viel wissen wir da nicht über diese Spieler. Jetzt sortieren wir wieder nach Wert und dann schauen wir mal. Federico Maqueda. Der würde mich reizen. Den habe ich bei Manchester United schon cool gefunden, Ewigkeiten her, obwohl der,
Man sieht ja hier, wie lange er dort war. 9 Spiele, 3 Tore. Ist ja eigentlich gar keine schlechte Quote, muss man sagen. Aber 134.000 im Monat. Was macht man mit dem ganzen Geld? Meine, ich glaube, irgendwas lässt sich da schon einfallen. Roberto Rodriguez, ex-FC St. Gallen. Wäre auch interessant, scouten wir auch gleich mal. Also ihr seht schon, da gibt es einige interessante Spieler, die ja im Sommer alle ablösefrei wären. Ist auch wieder so ein Spielertyp, den ich mag. Sehr vielseitig, sehr schnell, sehr dribbelstark, flanken kann er. Sind einige Vereine anscheinend auch interessiert. So, jetzt machen wir was anderes noch. Jetzt gehen wir auf den Transferstatus. Hier oben Neves um 18 Millionen. Wir haben zwar gar nicht so wenig Geld, aber das ist dann doch ein bisschen too much. RB Leipzig, Georg Taigl, nein, danke. Gehen wir mal auf die Position wieder. Die hätte ich ruhig lassen können, Torjäger zentral. Schauen wir mal, wer da so auf der Transferliste ist. Adam Soloy. 29 ist er schon. Würde ich aber cool finden. Aber auch 248.000 im Monat. Ante Rebic. Auch nicht uninteressant. Würde ich mir auch einreden lassen. Philipp Rosenig von Rapid. Ich glaube, da unten wird es dann schon zu schwach. Ricardo Vaste, den kenne ich noch aus England irgendwo. West Ham, Bolton, Hull. Ihr seht schon, es ist nicht einfach. Björn Sigurdsson. Sigurdsson. Ja. Aber 11 Abschluss ist zu wenig. Gehen wir mal auf Attribute Abschluss, mindestens 15. Dann haben wir schon mal sehr wenige. Marc Janko. Abschluss 17. 2 Spiele, 0 Tore. Sechzehn Abschluss, auch nicht schlecht. Ricky Lambert, 15. Wer ist das? Idris Sadi. Kenne ich gar nicht. Absoluter Stoßstürmer. 4 Spiele, 3 Tore. Puh, gute Quote. Aus Algerien. Ja, der würde mich schon reizen. Und Dwight Gale. Sehr schnell, guter Abschlusswert. Jo. Nicht schlecht. So, den nehmen wir jetzt mal fürs Probetraining. Jetzt hat sich Borriello verletzt. Weil den können wir von der Auswahlliste entfernen. Werden wir nicht unbedingt brauchen. So, er hat das Potenzial zum Leistungsträger, sagt jetzt unser Co-Trainer. Bin echt neugierig. Rabusic, da sagen sie jetzt auch. Es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber es lohnt sich, ihn zu beobachten. Milicevic wäre eine gute Neuverpflichtung, Solanke. Ja. Eher mal nein. Makeda wäre eine hervorragende Neuverpflichtung. Roberto Rodriguez, gute Neuverpflichtung. Soloy wäre hervorragend. Ja, Solanke würde mich noch immer reizen. Und Milicevic genauso. 30.000 im Monat, okay. Ich würde mir den sofort holen, wenn ich wissen würde, dass Janjatovic geht. Wenn er nicht geht, ist halt ein bisschen doof. Jetzt haben wir zwar hier Länder noch. Müssen fast. Ich würde sagen, wir werden ihn beobachten. Für einen Monat, das ist genau die Transferperiode. Das heißt, dann sollten wir auch Bescheid bekommen, wenn sich da was tut. Und dann schauen wir mal. Ich jage Makeda, ich jage Rodriguez. Also da gibt es einiges. Und ja.
Nicht schlecht. Solanke zum Probetraining bei uns. Team Aufzug. Ja, eher nicht. Wobei, als so Spielertrainer wäre es irgendwie ganz lustig, oder? Messi bekommt den Ballon d'Or. Die Weltelf. Jo, solange ich keine Spieler drin habe, ist es nicht so interessant für mich. Wo haben wir im Team Oszczuk? Tackling 19, mental ist irrsinnig stark. Antritt, der ist halt sehr langsam, aber der hat noch immer gar nicht so schlechte Ausdauer. Wie würde es denn aussehen, wenn ich den. Alter, der will viel zu viel. Ich habe mir gedacht, wenn du so ein bisschen was verdient als Ergänzungsspieler, inklusive Trainer, wäre das schon interessant für die Defensive, vor allem so ein Defensivtrainer. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er das drauf hat. Aber, ja, leider nein. So, während es hier speichert, würde ich sagen, belassen wir es mal bei dem Part. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich gegen Jan Regensburg spielen, also bis gleich.